Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Let's Dado Fanfiction von Farrah Otix. Kapitel 6. Bitte denk beim nächsten Mal dran. Denk an uns. Denk auch mal an uns. So hatte Micha es nicht gesagt, aber so fühlte es sich oft für mich an. Ich kann es schlecht beschreiben oder besser gesagt schlecht zusammenfassen. Aber müsste ich es tun, würde ich vielleicht damit anfangen, dass ich zu nichts Nein sagen konnte. Würde mich ein Klassenkamerad um Mitternacht anrufen und darum bitten, für ein Referat am nächsten Morgen noch Material mitzusuchen, würde ich es vermutlich tun. Nicht zwingend, weil ich es ihm zuliebe tat. Es recht nicht, weil ich es wollte. Ich war so erzogen worden. Man traf sich immer zweimal im Leben. Und wenn es soweit war, dann wollte ich etwas für meine Mühen wiederhaben. Ein wirklich ernst gemeintes Dankeschön vielleicht. Oder ebenfalls eingefallen, wenn ich in der Klemme steckte. Außerdem war ich der Überzeugung, dass es Karma in der Welt gab. Und eine Bitte abzuschlagen war nicht gut dafür und würde meinen Weg später negativ beeinflussen. Nur, ich merkte davon nie etwas. Meine Mitschüler schrieben Hausaufgaben von mir ab, um gute Noten zu bekommen, und liehen sich Sachen, die ich entweder nie wieder bekam oder abgenutzt oder in einem schlechteren Zustand als zuvor. Ich bot ihnen meinen kleinen Finger an und sie nahm direkt die ganze Hand. Aber ich lernte auch nichts aus meinen Fehlern. Stattdessen machte ich sie fleißig weiter. Solange es allen anderen dadurch besser ging, war es für mich bisher auch kein großes Problem gewesen. Ich hoffte immer noch, dass sie mir irgendwann in der Zukunft meine Hilfe danken würden. Das einzige Mal, wenn ich tatsächlich böse wurde und darüber nachdachte und mir vornahm, mich zu ändern, war, wenn mir unterstellt würde, ich würde nicht an andere denken. Dass meine Mitmenschen so viel mehr taten als ich und ich doch auch meinen Beitrag leisten solle. Dann hätte ich sie am liebsten anschreien mögen, dass mein gesamtes Leben quasi aus dem Bitten, Nachfragen und Wünschen der anderen bestand. Doch selbst das tat ich dann nie wirklich. Ein wenig konnte ich den Ärger ja noch in mich hineinfressen. Dass es so auf Dauer nicht weitergehen konnte, wusste ich tief im Inneren bereits seit langem. Schuldbewusst konzentrierte ich mich schnell wieder auf den Unterricht. Ich hatte die ersten Minuten schon wieder völlig verträumt und versuchte bemüht, an die Worte des Lehrers anzuknüpfen, mit mittelmäßigem Erfolg. In 2 Stunden würden wir die unangekündigte Geschichtsarbeit schreiben, fiel mir wieder ein. Und danach wäre endlich das ersehnte Wochenende. Dann konnte ich mir auch endlich Gedanken darüber machen, wie ich in Zukunft mit meinem neuen Sitznachbarn umgehen sollte. Das Problem war nur, dass ich weder seine Handynummer besaß, noch wusste, wo er wohnte. Ich konnte ihm also erst helfen, wenn er wieder an die Schule kam. Oder mir ein weiterer Brief mit der Adresse half. Würde denn zukünftig überhaupt noch welche kommen? Ich hoffte es. Moment, ich konnte es vielleicht sogar nachprüfen. Ich musste nachher nur zur Post gehen und nachfragen, ob sie etwas für mich hatten. Aufgeregt rutschte ich auf meinem Platz zurecht und saß plötzlich kerzengerade aufmerksam da. Die Vorfreude, endlich etwas versuchen zu können, beflügelte mich stärker als erwartet und ich konnte es nicht mal abwarten, bis ich aus der Schule stürmen und mein Vorhaben umsetzen würde. Maurice Dormer? Einen Moment, ich glaube, da klingelt was bei mir. Der freundliche Mann bedeutete mir, ich solle kurz warten und verschwand dann in das Lager. Nervös folgte ich seiner Bitte. Meine Hoffnung war es gewesen, dass mein zukünftiges Ich nicht nur auf gut Glück Briefe in die Vergangenheit schickte, wie auch immer er das tat, sondern gebündelt einen ganzen Stapel voll. Und ich wurde nicht enttäuscht. Da, schau mal, ein ganzer Karton voll, alle für dich. Sag bloß, dass es ein Streich von jemandem ist, weil die sind alle für die nächsten Tage datiert und wir wissen nicht, wie die hierher gekommen sind. Nein, es ist mir eine Überraschung von meiner Freundin. Log ich rasch und wurde rot, aber der Kerl lachte nur beruhigt und wünschte mir einen schönen Tag mit all den Briefen. Und ich sage euch, die Box war schwer, obwohl da nur ein wenig Papier dran war. Neugierig ging ich vor die Tür, öffnete die Pappe und fischte irgendeinen von ihnen heraus. Der war für August, in etwa 2 Monaten. Wie weit die wohl reichten? Und ob danach Schluss war? Vielleicht musste ich es bis dahin geschafft haben. Plötzlich sah die Menge an Briefen doch eher winzig aus. Aber erfahren würde ich es erst, wenn ich sie zu Hause sortierte und durchlas. Also los, ich hatte ja ein ganzes Wochenende vor mir. Kapitel 7. Ich brauchte mehrere Stunden, um die Briefe zu sortieren, zu öffnen und zusammenzuheften, dass sie nicht wieder durcheinander gerieten.
Mein zukünftiges Ich war echt fleißig gewesen. Jeder der knapp 100 Zettel war per Hand beschriftet und schwankte zwischen wenigen Sätzen und halben Romanen, die teilweise Vorder- und Rückseite füllten. Zum Lesen war ich noch gar nicht gekommen und ich bezweifelte auch, ob ich sämtliche Informationen jemals alle behalten würde. Überfliegen würde ich sie in den nächsten Tagen auf jeden Fall. Doch am meisten interessierte mich natürlich der Schluss. Warum endeten die Briefe ausgerechnet in ziemlich genau 3 Monaten? Was passierte da? Mit einem leicht mulmigen Gefühl blätterte ich bis zum Ende durch. Genau da, am 12. September. Das war einer der längeren Briefe. Ich setzte mich hastig im Schneidersitz auf den Fußboden meines Zimmers. Etwas sagte mir, dass das wahrscheinlich besser für mich wäre. Hey Maurice, wenn du das hier liest, hoffe ich, dass du genügend verändern konntest, um in Manuels Schicksal einzugreifen und ihn zu retten. Nach dem heutigen Tag wird er sonst nämlich nicht mehr bei euch sein. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Unfall war oder ob er es so gewollt hatte. Bitte sorge dafür, dass das nicht passiert. Ich weiß, ich verlange viel von dir, aber ich glaube an dich, dass du es schaffen kannst. Heute wollte ich ja das mit ihm unternehmen, aber er war sehr abweisend zu mir und ließ nicht mit sich reden. Ich habe es schließlich aufgegeben und nicht weiter gefragt. Sollte er es wieder tun, dann sei bitte ausdauernder als ich. Es ist sehr wichtig, dass du herausfindest, was mit ihm los ist. Am nächsten Morgen wirst du von seiner Familie erfahren, dass Manuel in der Nacht durch einen Anfall gestorben ist. Es ist ein schreckliches Gefühl, jemanden so zu verlieren, den man so ins Herz geschossen hat. Ich wünsche dir, dass du es nicht noch einmal erleben musst. Erschaffe eine Zukunft, in der ihr beide glücklich leben könnt. In der ihr nicht mehr in eurem eigenen Schatten lebt. In der ihr nicht bereuen müsst. Manuel ist ein Segen für dich und wird es noch lange Zeit sein, wie er es schon für mich war. Alles Gute und viel Erfolg. Dein Maurice. Meine Finger begannen zu zittern und sich krampfhaft um die Sammlung aus Zetteln zu klammern. Manuel würde nach diesen 3 Monaten sterben? An einem Anfall? Wieso? Wieso glaubte mein älteres Ich, dass ich etwas daran ändern konnte? Waren es Schuldgefühle, weil er ihm damals gar keine Beachtung geschenkt hatte? Weil er tatenlos mit angesehen hatte, wie Michael ihn in den Dreck schubste? Vielleicht im Nachhinein noch gedankenlos darüber geschätzt hatte? Oh nein, ich hoffte, dass ich... Nein, dass mein anderes Ich nicht so herzlos gewesen war. Ich weiß nicht, ob es ein Unfall war oder ob er es so gewollt hatte. Dieser Satz jagte mir ein solches Unwohlsein durch meinen Körper, dass ich die Briefe erst einmal beiseite legen und tief durchatmen musste. Dass er es so gewollt hatte? Sterben etwa? Warum schrieb er dann, dass es ein Anfall gewesen war? Konnte ich ihn denn von so etwas abhalten? Ich musste es auf jeden Fall versuchen, so schwer es mir sicherlich auch fallen würde. Ich wollte nicht, dass er uns so verließ, obwohl ich ihn bisher nur flüchtig kannte. Davon zu wissen, seine Schritte Richtung dieser düsteren Zukunft bereits jetzt schwarz auf weiß verfolgen zu können. Das allein ließ ihn für mich schon zu etwas Wertvollerem werden, als einer flüchtigen Bekanntschaft. Na gut, älteres Ich. Ich wollte definitiv mein Bestes geben. Kapitel 8. Das Wochenende verging schneller, als ich es realisierte, und schon war wieder Montagmorgen. Höchste Zeit, um zur Schule zu radeln. Für heute sollten keine Hindernisse meinen Weg blockieren, und ich konnte mich problemlos mit Erik und Micha treffen. Aber irgendwas war anders. Sie redeten heute gar nicht miteinander, und Micha sah sogar derart verstummt aus, dass ich befürchtete, sie hätten sich gestritten. »Ist etwas?« fragte ich vorsichtig, aber Erik schüttelte nur den Kopf. Nein, bei mir nicht. Aus Micha bekam ich gar nichts heraus. Ohne große Worte grüßte er mich bloß flüchtig und fuhr uns dann vorweg, so dass Erik und ich Schwierigkeiten hatten, ihm hinterherzukommen. Was ist denn nur los? Du bist doch sonst nicht so schlecht gelaunt. Japste ich, als wir endlich bei den Fahrradständern angelangt waren. Aber Micha winkte wieder ab, als wolle er lästige Fliegen vertreiben. Privates Zeug, braucht euch nicht zu stören. Aber wir sind doch Freunde. Wenn dich was bedrückt, dann kannst du es uns immer erzählen. Hakte ich weiter nach und sah beinahe augenblicklich, wie sich sein finsterer, entschlossener Blick ein wenig aufhellte. Ja,
sind wir«, murmelte er, und obwohl es nicht als Frage formuliert war, nickte ich eifrig. »Sind wir? Also warum warst du so fuchsig?« Er kratzte sich leicht verlegen den Nacken und zuckte schließlich mit den Schultern. »Ich hatte einen Streit mit jemandem. Und der hat halt gemeint, nicht so wichtig. Hauptsache, er hat falsch gelegen. Danke, Maurice.« Es struppelte mir noch kumpelhaft durch die Haare, ehe die Normalität einzukehren schien, und Micha begann sich über den üblichen Kleinkram zu beschweren. Murrend richtete ich meine Frisur wieder her, aber ich schmunzelte trotzdem. Meinem Kumpel ging es zum Glück besser. Wer dieser jemand wohl gewesen war? Und was er ihm eingeredet hatte? Etwa, dass wir keine Freunde mehr waren? Es klang ganz danach, und ich war glücklich, das richtig gestellt zu haben. Egal, wie ruppig er manchmal sein konnte, der sture Hitzkopf gehörte genauso zu uns, wie Alina es tat. Oder Olli, wie jeder einzelne von uns. Eigentlich war es beinahe erschreckend, wie nah Micha dran gewesen war, diesem Blödsinn wirklich zu glauben. Manuel war über das Wochenende noch nicht genesen, und immer wieder schaute ich nervös zu seinem Platz hinüber. Es würde schon nicht allzu Schlimmes sein, sonst hätten mich die Briefe bestimmt dringlicher darauf hingewiesen. Trotzdem bekam ich ein mulmiges Gefühl. 3 Monate hatte ich gerade mal Zeit für meine Aufgabe, und in diesem Moment verschwendete ich wertvolle Tage, in denen ich einfach nicht vorankam. Aber alles klagen half ja auch nichts. Jetzt gerade war ich mit meinem Wissen gefangen und alleine. Ich konnte es erst dann nutzen, wenn Manuel wieder hier war. Kapitel 9. Beinahe hätte ich vergessen, dass wir heute auch wieder eine Stunde Ethik hatten. Das heißt, eine Stunde mehr lebensunwirkliche Diskussion mit dem Rest der Klasse. Als es mir wieder einfiel, seufzte ich unglücklich. Doch andererseits konnte ich nicht einfach schwänzen. Meine Eltern würden mich umbringen und die Lehrer hatten mich eh schon gesehen. Also setzte ich mich einfach auf meinen Platz, kreuzte meine Arme und legte mein Kinn darauf, in der festen Überzeugung, dass ich noch in einer Dreiviertelstunde so dasitzen würde. Im Halbschlaf und überhaupt gar nicht auf das Gefasel vorne konzentriert. Aber erstaunlicherweise sollte alles anders kommen. »Wir hatten ja letztes Mal über Schrödingers Katze geredet, wie sie in der Kiste mit Gift 2 Zustände annehmen kann, die einander normalerweise ausschließen. Ihr erinnert euch?« Allgemeines Nicken. Der Lehrer lächelte plötzlich verschmitzt. »Und was, wenn wir nun in dieser Box sitzen würden? Jeder einzelne von uns isoliert in seinem eigenen Kämmerlein. Klar, für Außenstehende wären wir wie die Testkatzen. Aber wir selbst würden wissen, dass wir noch immer am Leben sind. Nur könnten wir auch wissen, dass wir gestorben sind.« Es war still geworden, während wir nachdachten. In der Schule redete man für gewöhnlich nicht vom Sterben. Na gut, in Ethik war es durchaus Teil des Stoffgebiets Leben und Tod. Doch da redete man dann eher von der Debatte, ob es legal war, Sterbehilfe zu geben, Abtreibung zu erlauben oder die Todesstrafe in Deutschland wieder einzuführen oder dazugehörige Traditionen in anderen Glaubensrichtungen und Kulturen. Nie über das eigene Ende. Irgendwie seltsam, dass uns der sonst so fröhliche Herr Hoag darauf stieß. Und dann auch noch mit einem Lächeln. »Wir können es nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Einige denken dabei ja an ein grelles weißes Licht am Ende des Tunnels. Aber was kommt danach? Wir wissen es nicht. Wir können es nicht fühlen. Ich möchte also folgende tollkühne Behauptung aufstellen. Solange wir uns in Schrödingers Box befinden, können wir nicht sterben. Nicht bewusst. Versteht sich. Wann immer wir von innen die Klappe öffnen und nach draußen steigen, sind wir noch am Leben. Die Möglichkeit, dass wir davor schon lange nicht mal geatmet haben oder vergiftet worden sind, ist gegeben. Aber nicht eingetroffen. Zumindest nicht in diesem Universum.« Ich horchte auf. In diesem Universum? Was hatte das jetzt schon wieder zu bedeuten? Die anderen um mich begannen zu tuscheln, und einige wirkten, als ahnten sie schon, was als Nächsten kommen würde. Hugh Everett III., ebenfalls ein Quantenphysiker, ging davon aus, dass es neben der unseren Welt noch viele Tausende, wenn nicht sogar Millionen und Abermilliarden anderer Welten gibt. Und mit jeder mehrseitigen Entscheidung, die wir fällen, entsteht eine ganz neue Welt. Wir erschaffen sie ständig. Nehmen wir an, Sie alle hatten heute früh ein schönes, ausgiebiges Frühstück. Es gab Brötchen, Brot, Marmelade und Honig. Das sollte es tun. Dann hatten Sie die freie Wahl, was Sie essen wollen.
Und mit der Entscheidung, dass es heute ein Brötchen sein soll, haben sie eine weitere Welt geschaffen, in der sie sich doch lieber dem Brot zugewandt haben. Mit dem Aufstrich ist es dasselbe. Und ob es gekochte Eier gab oder nicht, war auch eine zweiseitige Entscheidung von demjenigen, der den Tisch gedeckt hat. Kommen wir jetzt zurück zu Schrödingers Versuch. Jeden Moment könnten sie in dieser Box ums Leben kommen. Aber sie leben stattdessen weiter. Wir haben wieder eine zweiseitige Entscheidung. Und wir haben das Glück, die negative Seite nie bewusst kennenzulernen. Wir sind in unserem Universum, in dem wir leben und im Vergleich mit den zahlreichen anderen Universen quasi unsterblich. Na, wie klingt das? Das klang... Wow. So hatte ich noch nie über mein Leben nachgedacht. Aber im gewissen Sinne hatte er recht. Wir lebten alle bis zu unserem unausweichlichen Ende. Doch wie oft wir bis dahin unbemerkt im Tod von der Schippe gesprungen waren, konnte niemand sagen und oftmals genauso wenig wertschätzen. Und noch etwas fiel mir ein. Hastig meldete ich mich und schnippte aufgeregt mit meinen Fingern. Herr Hogue nickte anerkennend und gab mir das Wort. Als ich meine drängende Frage stellte, stolperte ich beinahe noch über meine eigenen Wörter. Das heißt, wenn ich eine Möglichkeit finden würde, einen Brief für mein vergangenes Ich zu schicken, dann würde das gar nicht in einem Paradoxon enden, sondern einfach eine neue Welt und eine neue Zukunft erschaffen?